Die sieht so cool aus, die Raumstation. Ich mag die voll. Da steht auch irgendwas. Die hat auch irgendeinen Namen oder eine Bezeichnung. Okay. Ach, das ist der Hosenjodler. Ja, den hatte ich vorhin auch schon auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, ob der will, dass wir uns da einmischen. Oh. Was? Ich so, pau, pau, pau. Des Mortis, danke schön. Und Eisenmeier einmal so, pff, weg ist er. Ich bin noch nicht mal auf schrotflüchtiges Spiel. No, toll, danke. So, Papierziele. Ich hab die doch markiert, warum kriege ich die nicht angezeigt, die Papierziele? Weiter im Norden ein bisschen. Hinter der Raumstation praktisch, ne? Ja. Komme ich hier überhaupt hoch? Das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht hoch. Was? Aber Linkini ist jetzt mein Stern. Ja, genau. Ja, ich weiß, ist ja gut. Ich zerlege bei nächster Gelegenheit, zerlege ich meine Waffen. Ist ja gut. Meine Sammlung. Aber wenn ich den Schrott zerlege, dann zerlege ich auch meine Teddybären. Das geht nicht. Ja, die kannst du ja erst in die Kiste legen. Und dann okay. Wenn du die unbedingt behalten möchtest. Ja, ich bestehe darauf. Die habe ich mühselig zusammengesammelt. Ich will meine Teddybären behalten. Was? PvP? Nein. Bin ich verrückt? Ich bin sofort tot. Oh. Ja, Simonovic. Ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht angezeigt kriege mit dem Papier. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Also hier in der Kiste waren die bei mir. Ach so. Okay. Wo ist das bei? Also ich habe immer noch stehen, besorge neue Papierziele. Bei der Quest. Also ich habe die markiert, deswegen wundere ich mich gerade, warum ich das nicht angezeigt bekomme. Nee, die sind hier. In der Nähe vom ausgetrockneten Seebett. Ach, okay. Guck mal an. Selbe Quest, zwei verschiedene Orte, das ist ja auch geil. Also sie können das immer wieder und da, genau, also da, so knapp dahinter hinter meiner Markierung. Dichter kann ich die Markierung nicht machen. Da sind meine Papierziele. Okay. Ach, okay. Boah, ein netter Ausflug, was soll's. Warum nicht? Den Rainbow schaffe ich heute aber leider. Des Mortis, das musst du doch auch nicht. Ist doch schön, wenn du da bist, um Gottes Willen. Kein Stress, Leute. Ist alles prima, so wie es ist. Das ist so heiß, Dogmeat, geil. Das brauche ich für meinen Hund auch, sowas. Bei jedem Spieler ist es woanders. Ja, ich glaube auch. Bei jedem Spieler scheint es woanders zu sein. Egal. Hauptsache meine beiden Mitspieler. Ne? Also ja. Na, Hauptsache, ich komme damit klar, dass ich immer so langsam hinterher schlurfe. Wir gehen rückwärts. Ihr geht rückwärts, na danke. Oh, ich hab Hunger. Essen. Hm, 7 Red, nee. Das ist schon fast zu schade dafür, ne? Ach komm, was soll's. So. Gehen wir mal an der Seite vorbei. Das sind auch schon wieder. Was sind das? Das ist ein Ghoulstreuner, ne? Ja.
Wow. Nein, falsch. Nicht die hier, sondern die wollte ich eigentlich. Ha! Geh doch. Meine absolute Lieblingswaffe, die Sniper. Ja, genau, das ist auch. Findet man auch gut Munition für anfangs. Ja, habe ich auch tatsächlich. 474 Schuss habe ich dafür. Ah! Wer bist du denn? Ist halt nur aus der Nähe nicht ganz so prickelnd. So. Okay, Ziel vor Augen, nicht verlieren. Papierziele, genau. Sie striffen durch das Ödland, wurden befallen von Verbrannten und Ghulen. Papierziele waren ihr Ziel. Das ist so episch. Es hieß Papierziele oder den Tod. Ja. Im Zweifelsfalle wählten sie den Tod. So. Da ist auch irgendwas noch nicht aufgedeckt bei mir auf der Karte. Da hinten, wo ist? Kann ja nicht angehen. Was habe ich denn da nicht aufgedeckt? Eine Hütte. Ach, das ist ein Frosch. Okay. Nein! Mein Junge! Oh mein der kleine Frosch! Kermit! Das war Miss Piggy. Oh. Froschleich? Nee, das kann behalten. Froschleich? Echt? Was macht man denn damit? Willst nicht wissen. Nein, ich jetzt Fotos mit. Nein, ich hab. Wo habe ich jetzt Redwürmer her? Kitty Corner Hütten. Siehst du, das hat ich noch nicht entdeckt. Okay, gibt's hier irgendwas zu sehen, zu machen, zu tun? Aber hier war ich doch schon mal. Waren hier nicht. Gule, was ist das? Das ist das Craften-Monster schon wieder. Wie viel gibt's denn hier? Ein erzürntes Monster von Craften. Oh, wow, Wahnsinnsschaden, den ich hier mache. Das arme kleine Monster. Hast du eine Muskete? Ja, eine Doppelschussmuskete. Wow. Also eine Legendary habe ich gestern gefunden. Ist ja nicht wahr. Ein Schuss abfeuern, zwei als Schaden. Macht 400 und... Wow, okay. Oh, 45er, okay. Was ist das? Holztische, Bauplan, okay. Ein Spüllappen, ganz, ganz wichtig. So, da auf der anderen Seite muss es irgendwo sein. Oh, ein Jetski. Tja. Den können wir uns wohl nicht fertig machen. Was ist das? Eisenader. Nein, ich bin stark. Ich schaff das. Ich kann auch Sachen liegen lassen. Und schon bereut. Das ist Eisen, verdammt. Das ist episch, mehr davon. Naja, das bietet doch Potenzial. Ich meine, die Kulisse ist immer dramatisch genug hier bei Fallout. Ne? Diese einzelnen Schicksale, die man hier oftmals findet. Moment, jetzt. Oh, jetzt muss man eben. Fokus, Lizzie, Fokus. Irgendwie da. Es ist doch direkt. Es ist genau da, wo ich am Anfang drauf zugelaufen bin. Ja,
oder? Ist es das? Das ist es. Hat da nicht jemand gesagt, das ist bei der Raumstation? Ja, bei mir war das bei der Raumstation. Mhm. Ich wollte dahin, ich wollte das holen. Und bei mir lag da der Dünger. Ja, großartig. Bei mir liegen da die Papierziele. Na gut, dann klettern wir mal wieder hier auf den Baum. Klettern wir mal wieder auf den Baum. Ich bei dem Mr. Handy an der Schießanlage beschweren. Alles klar, dem sage ich das jetzt. Ah, nein, nicht runterfallen. Mano. Hoch mit dir jetzt. Mann, das kann auch nicht so schwer sein. Das habe ich beim letzten Mal auch so einfach geschafft. So, jetzt mal hier. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich komme den Baum nicht hoch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, geht doch. So. Nein, nein, nein. Radio ausmachen. Dann gibt es auch keine Probleme. So. Kiste mit Schießzielen. Ich nehme auch nur die Ziele mit. Auch wenn hier Düngemittel drin ist. Alles klar, wir können zurück. Was ist hier los? Cool Party. Ach, wahrscheinlich, weil man die da jetzt aufstellen soll, ne? Schießanlagenziel aktivieren. Eigentlich müssten sie sich auch freuen, dann dienen die nicht mehr den Schießübungen, oder? Ja, eben. So. Aktivieren. Das sieht ja aus wie früher im Schützenverein hier, die Dinger. Alles klar. Und dann da auch nochmal. Aktivieren. Und aktivieren. Yay! Was denn? Was? Oh. Was? Gegenstandsbelohnung, ja. Was? Handel wird angeboten. Was denn? Ich drück's. Ach so, mein. Oh, drücken und gedrückt halten. Mann. Du wolltest mir 308er Patronen geben? Ja, ich hab. Siehst du, glaube ich, jetzt auch Simonowitsch, ne? Ich hab 490. Oder was wolltest du jetzt? Drück. Ja. Drück X. Ach, nur Angebote. Ah, danke. Vorschlaghammer. Ah, oh, hol den Vorschlaghammer. Ja, wenn du mir ihn geben möchtest, danke. Dankeschön. Auch ich mit dem Hämmerchen mein Spannungsschwein. Dankeschön. Warte. Dankeschön, Simonowitsch. Dankeschön. Ja. Oh. Okay, jetzt habe ich den Vorschlaghammer. Ah, alles klar. Yeah. So. Gut. Ja, dann wieder in Richtung Hosenjodla, der Name ist echt cool. Wo war denn das jetzt? Riverside Manor. Da unten war es, genau. Dann könnte ich auch, da ist ein Bahnhof, da ist mein. Nee, das ist gar nicht meins. Das ist Eisenmeyers Camp. Wo ist denn mein Camp? Da unten ist mein Camp. Ach, alles klar, alles klar. In der Hütte kannst du auch was zerlegen, schon mal. Vielleicht können wir dann schon. Wie geht das denn? Wie zerlegt man denn was? Ich kann sowas nicht. Ich kann mich nicht trennen. R drücken. Ja, ich kann nicht. Wozu zwingst du mich? Nein. Wenn du Fischbären behalten willst, dann musst du es einzeln zerlegen. Ja, und ich auf weiß. Den Reiter Schrott und dann. Okay. Okay. Da geht's mir schon los. Da ist mein Gruselstunden, Mr. Fuzzy. Das geht gar nicht. Hornstrauch ist auch Schrott. Okay. Waffen vor allem, die du nicht mehr brauchst. Elendig viel. Pömpel auch? Pömpel auch, ja. Oh Gott, das fällt mir so schwer. Ja. Das musst du jetzt lernen. Ich muss das jetzt lernen. Ich muss durch eine harte Schule gehen. Ich muss mich davon trennen. Oh, guck mal meine ganzen Teddys an. Entschuldigung.
Waffen kann man hier auch zerlegen. Ja. Das Jagdgewehr, würde ich sagen, oder? Ich habe aber schon nur die besseren Waffen hier. Kann ich auch was reparieren? Nee, reparieren. Kann ich was reparieren? Nee. Allgemein reicht eine Fernwaffe, also ein Jagdgewehr zum Beispiel, eine Schrotflinte und eine Nahkampfwaffe. Okay. Ach, kann ich das nicht machen, weil ich in der Powerrüstung drin bin? Ich kann nur Gegenstände verwerten in der Waffenwerkbank. Ja, wenn du herstellen willst oder modifizieren musst, du aus dem Frame kommst. Nee. Na gut. Okay, dann gucke ich mal, ob ich was reparieren kann. Die andere Schrot wäre ganz gut zu reparieren. Das ist voll die totale Katastrophe, okay. Das passt ja zu mir. Ja, das Jagdgewehr, ganz ehrlich, das kann ich tatsächlich verwerten. Mit G, was sind das für komische Tasten? Das können wir tatsächlich wegtun hier und das war die Doppelläufige. Welche war denn kaputt? Die Pumpgun war kaputt, aber die kann ich nicht reparieren, okay. Schade. Was fehlt mir denn? Die kann ich auch nicht reparieren. Okay, Kristall dafür. Mhm. Nee, viel mehr kann ich gar nicht. Schade. Was denn, Simonovic? Genau. Achso, was? Die Doppelläufige kannst du wegmachen. Die Doppelläufige? Ja. Die Arme hat 80 Schaden. Nicht? Pro Gewehr. Das sind aber fast auch die einzigen, die ich hier noch benutzen kann im Moment. Okay, na komm. Die Kampfflinte kannst du wegmachen. Die kaputte, die eh kaputt ist. 80 Schaden, 20 Feuerrate, 72 Reichweite. Die ist gar nicht kaputt. Warum kann ich die... Ach, weil die Stufe 40 ist. Ach, alles klar, die kann ich ja gar nicht benutzen. Die findest du so oft wieder. Okay. Also, da ist mir ja gesagt, mach sie kaputt, ich mach sie kaputt. Ich kann nicht hingucken. Okay. Ich habe sie zerstört. Die doppelläufige Schrotflinte soll ich auch kaputt machen, ja? Ja. Du bist schuld. Ich habe noch die Pumpgun, die würde ich aber ganz gerne lassen, die muss ich nur reparieren. Ja, die kannst du ja auch behalten. Okay. Aber die doppelläufige Schrot soll ich wegtun. Ja. Okay. Den Info-Repetierer, den du da drin rumfliegen hast, den braucht auch keiner. Dafür hast du das Jagdgewehr. Okay. Oh Gott, das tut so weh gerade. Okay, aber den Rest lasse ich, ne? Die Schwarzpulverpistole. Ja, den Rest lasse ich. Ich weiß ja nicht, auf was für Waffen geskillt. Bin ich auf was geskillt im Moment? Ich glaube ja nicht. Habe ich mich schon auf irgendwas geskillt? Oh, ich habe schwer Durst. Ich kann dir nur empfehlen, Nahkampf zu gehen. Entweder Einhand oder Zweihand. Hm, okay. Spart Unmengen Mats und macht elendige Schaden. Okay, Galina sagt auch nur zu, Lizzy, du findest schon noch so viele Waffen. Alles klar, okay. Ja. Ihr habt mich überzeugt. Bin aber immer noch überladen. Trott verwerten auch? Ja, habe ich. Bis auf meine Teddys. Wie viel hast du jetzt an Gewicht? Moment. 257. Okay, warte mal, ich hole mal meine Powerrüstung wieder raus.
Nee, das kompensiert die, die macht nur 205. Naja, aber haben oder nicht haben? Wenn ich nur 170 tragen kann, soll ich nicht? Ja doch, natürlich, aber. Okay, dann steigen wir mal wieder ein. Ich würde immer halt nach Grafton Station erstmal, dass du was einlagern kannst. Ja, das ist eine gute Idee, aber das ist ja sowieso auf dem Weg, ne? Grafton. Ja. Müsste ja eigentlich da, ja. Wenn du dich von deiner Last befreit hast, dann können wir zu meinem Camp und dann sind wir auch schon bei Rosshalten. Dann sind wir relativ dicht dran, ja. Das ist gut. Yay! Ach, bei Jolinda wäre eine T45 mit drei Teilen für mich. Oh, okay. Warte mal, ich markiere mir mal eben Grafton. Markierung bewegen, so, damit ich das auch, damit ich da auch drauf zulaufen kann. Hä? Wo ist denn die? Ach, Grafton ist da? Okay. Grafton ist da. Ja, soll Jolina sie anpacken und zu uns rüberbringen. Ja, aber dann bitte eine schöne Schleife drum machen. Ist ja Weihnachten. Ja, Weihnachten, klar. Boah, Simonovic ist ja schon Level 56. Hatten wir nicht letztens boah, das 50er Level noch gefeiert? Ah! Okay, mach das mal. Ich schieß mal einmal drauf. Peng, 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 peng. Die ist ja schon tot. Wie die da sitzt? Entschuldige mal, die sitzt da. Oh, schade, schade, dass. Entschuldigung, es ist natürlich jetzt brutal, aber schade, dass der Kopf da ab ist. Ich meine, so ein Foto wäre ja auch was hier, ne? Ich und mein Freund, die Todeskralle. Das schwarze Titan nimm mit. Brauchst du auch nachher. Was? Schwarzes Titan? Ich nehme. Die sind bei mir alle leer. Die Todeskralle ist leer. Todeskrallen-Eier brauchen wir ja nicht, ne? Nee. Essen. Omelette. Ja, klar kannst du die weitergeben, Jolina. Ist ja gut, ich habe ja ein Chassis. Und ich baue mir so nach und nach meine erste Raider-Rüstung dann zusammen. Meine erste Raider-Power-Rüstung. Yeah, Grafton. Aber es ist doch ein Biber. Und wieder geht's langsam in Zeitlupe. Ein Biber. Ah, direkt durch Grafton laufen wäre auch doof, oder? Mittendurch. Mittendurch. Du weißt schon, Supermutanten, ja. Augenbots, die auf einen schießen. Ein cooles Motorrad. Na gut. So viel habe ich jetzt nicht mehr, mit dem ich schießen kann. Jo, da geht's schon los. Ich wusste es doch. Wo sind sie? Ja, diese, bis die das gerafft haben, glaube ich. Nein, Protest gemacht. Hab ich schon gemacht. Wow. Oh, shit, 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 shit. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Und der hat Raketenwerfer. Joi. Bis ich die richtige Waffe draußen habe, ist sie schon tot. Ha! Oh, ich bin verletzt.
verletzt. Hier müssten auch welche drin sein, im Gebäude links. Okay, da war's. Hier waren die Werkbänke. Warte mal, da hinten war die Kiste, ne? Hängen geblieben. Da ist die Kiste, oh Gott sei Dank. Gut, dann nehme ich jetzt mal ganz viele Waffen raus und zerlege die. Alles, was nicht dein Level ist, oder was nicht was. Was nicht ich bin mein Level. Zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Wie ist es mit dem Grubenhauer-Handschuh? Brauchst du nicht, viel zu schwer. Okay. Moment, das Kaliber 50 Maschinengewehr auch? Ja. Okay, die Kampfflinte. Der Raketenwerfer, ja? Anforderungen sind jetzt verfügbar. Jagdgewehr. Die Pumpgun. Eine zumindest. Impro-Revolver. Impro-Pistole. Okay. Dann gehe ich mal zerlegen. Ist aber immens traurig. Okay. Oh Mann. Das ist schwierig. Gut, dann versuche ich mal eben den Rest loszuwerden. Ohne mich. Nein, Madel, du kannst auch gerne dazukommen. Du siehst ja, wir sind zu dritt. Klar, kannst du gerne. Ich, weißt du, ich wusste gar nicht, ob ich heute streame oder ob ich heute überhaupt Fallout 76 streame. Deswegen wollte ich dich jetzt auch nicht damit verrückt machen. Schön, dass du da bist, Madel. Ich die Sachen nicht? Nein, nicht verwerten. Ich bin doch auch. Oh, Mann, abbrechen. Das kann ich noch nicht tragen. Wie ist es mit den Raider-Sachen? Ah, doch, warte mal. Das lohnt sich, glaube ich, schon, ne? Die ab Stufe 35 und sowas sind? Für die Power-Rüstung? Ja. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht? Okay. Okay, dann verwerte ich das mal.